meine Damen und Herren, zu den nun schon traditionellen Konfrontationen mit den Kandidaten der regierenden Parlamentsparteien gibt es heute die große Konfrontation der Kleinen, und zwar mit jenen Parteien, die es heuer in den Nationalrat schaffen wollen. Lukas Daniel Klausner, Piratenpartei, Mirko Messner, KPÖ. Vereinbart ist eine Redezeit von etwa 2 Minuten. Wir stoppen das im Studio hier mit, und nach 2 Minuten etwa wird dieser Lichtwürfel, den man sieht, bitte einmal kurz einzuschalten, damit man sieht, wie es ausschaut. So, jetzt leuchtet er. Das heißt, die Redezeit ist dann nicht erschöpft, es geht weiter, aber es sind nur mehr als 2 Minuten. Nun noch zur Auslosung des Erst- und des Schlusswortes. Ich habe hier 2 Kuverts. Bitte sich zu bedienen. Wer hat vorher angefangen? Ich habe vorher angefangen. Nein, ich werde wert ausgewählt, das Kuvert. Hm? Wer hat das Kuvert ausgewählt? Dann jetzt der andere. Also. Ja, dann mal. Ich habe das Erstwort. Herr Klausner, das Erstwort. Mirko Messner, das Schlusswort. Okay. Also, das Wort hat Herr Klausner. Ja, also ich möchte vielleicht kurz damit anfangen, warum wir Piraten Politik machen. Wir machen das nicht, weil wir glauben, dass wir die besten Lösungen haben und wissen, wie alle Probleme zu lösen sind, und dass wir die Wahlliste mit 18 Experten und Expertinnen gefüllt haben, die alle Probleme für uns lösen werden. Wir glauben, die Probleme kann man nur lösen, wenn alle Menschen sich beteiligen können und wenn alle die Möglichkeit bekommen, mitzubestimmen und mitzugestalten. Und deswegen wollen wir eben nicht das bestehende System halt ein bisschen verbessern, sondern das System grundlegend umgestalten zu mehr Mitbestimmung und mehr Mündigkeit und gleichen Chancen für alle. Bitte. Ja, also ich muss zugeben, dass ich mir irgendwie schwer tue, eine Konfrontation jetzt zu führen mit einem Vertreter der Piratenpartei. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich da alles sehr wenig Griffiges finde. Also das, was du jetzt, darf ich du sagen, das, was du jetzt also erzählt hast, das kann ich voll unterstreichen. Ich finde, das ist ein vernünftiges Herangehen. Wobei ich aber dann eben den zweiten Teil vermisse. Weil wenn man als Partei kandidiert, beziehungsweise der Gesellschaft einen Vorschlag macht, wie sie sich zu entwickeln hätte oder könnte oder sollte, dann muss man eigentlich irgendwie eine gesellschaftspolitische Alternative vorschlagen können, wenn man als alternative Partei sich versteht natürlich. Ja. Und genau das vermisse ich jetzt bei den Piraten. Ich sehe da einige Punkte, mit denen ich durchaus übereinstimmen kann. Ich sehe einige Punkte, mit denen ich überhaupt nicht übereinstimmen kann, wo ich denke, das ist offensichtlich wirklich eine Folge dessen, dass ihr euch offensichtlich zu wenig überlegt. Was ist insgesamt eine gesellschaftspolitische Alternative? Zusammengefasst sehe ich das so: Ihr seid eigentlich steht eigentlich, wenn ich das in einem Satz sagen müsste, für gewisse Änderungen im Stil der Politik, aber im Inhaltlichen sehe ich da nichts Substanzielles. Ja, das sehe ich absolut genau gar nicht so. Also wir stehen das zum Beispiel. Habe ich mal gedacht. Ja, eben. Ich erkläre es ja gern. Also wir wollen das System grundlegend so umbauen, dass jeder Mensch, der wie die Menschenrechtserklärung heißt, gleich an Würde geboren wird, auch die gleichen Chancen hat. Und dafür wollen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit jeder einen Grundsockel hat, unter den er nicht fallen kann, und auf dem aufbauend er dann unternehmerisch tätig sein kann oder sich politisch engagieren kann oder sich zivilgesellschaftlich engagieren, sich vermehrt um Familie kümmern, was auch immer. Aber dass es einfach einen Grundsockel gibt, der den Menschen die Möglichkeit gibt, wirklich frei zu entscheiden. Also ich glaube, was einer der Unterschiede ist in den Inhalten zwischen KPÖ und Piraten ist, wir finden den Staat zwar ganz gut, aber wir wollen nicht, dass er alles macht. Wir wollen, dass er den Rahmen vorgibt, in dem die Menschen dann für sich selbst und mündig entscheiden können. Und wir glauben, dass es bessere Entscheidungen und bessere Realitäten für die Menschen selbst gibt, wenn jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten und die gleichen Chancen, aber nicht alles vom Staat vorgegeben wird. Willst du damit sagen, dass die KPÖ der Meinung ist, alles soll der Staat lenken? Nein, der Staat soll die Geschicke der Menschen bestimmen? Oder wie? Nein, es geht um den Unterschied zwischen, ihr redet gerne von Vergemeinschaftung oder Verstaatlichung, wie man es nennen möchte, und wir wollen wirklich nur die Sachen, die der Staat machen muss, damit damit faires Leben für alle möglich ist, verstaatlicht sind. Also, dass die Netze verstaatlicht sind, die Infrastruktur in staatlicher Hand, damit die Grundvoraussetzungen, damit die Menschen frei handeln und sich entwickeln können, gegeben sind.
aber wir sehen es nicht als notwendig, dass, was habe ich letztens gehört, Pharmaunternehmen, habe ich das richtig in Erinnerung, dass die staatlich sind. Das sehen wir nicht notwendig. Mhm. Gut, also da habe ich jetzt mehreres ist mir jetzt aufgefallen, beziehungsweise eingefallen. Du sprichst davon, jeder Mensch ist gleich an Rechten und Würde geboren, also, und da, dadurch soll er auch die Möglichkeit haben, sich ebenso gleich zu entwickeln. Das ist ein humanistischer Vorsatz, den alle humanistischen Bewegungen teilen. Das Problem fängt dort an, wo es konkret ist. Das heißt, der Mensch wird in Klassengesellschaft geboren, das ist bei uns so. Ja? Und das, was er Gleiches an Würde und Recht haben könnte, wird nicht realisierbar, weil die Klassenschranken dem gegenüberstehen. Ja. Das ist der Punkt, von dem wir ausgehen. Ja? Und das, ich könnte auch ein anderes Zitat bringen. Das ist eigentlich sehr erkenntnisfördernd von Bert Brecht, der gesagt hat, das Recht geht vom Volk aus. Stimme rein, ne? Aber wo geht es hin? Das ist der Punkt, wo wir es dann unterscheiden. Ja? Wo wir nämlich sagen, wo wird eigentlich bestimmt, was die Gesellschaft tut oder wie sie sich entwickelt. Und da stellen wir fest, hier gibt es eigentlich das, was als gemeinhin als freier Markt dargestellt wird, was quasi der Inbegriff der Freiheit sein soll, nämlich die freie Marktwirtschaft, dass das schon die längste Zeit nicht mehr existiert, sondern dass wir es hier mit Kapitalagglomeraten zu tun haben, die eine Marktmacht also etabliert haben, die nicht nur den freien Markt ausschaltet, sondern die ganze Volkswirtschaft in Wirklichkeit ihren Diktat unterwirft, die Gesellschaft ökonomisiert in jeder Beziehung, mit dem Effekt, dass die Reichsten reicher werden und die Armen ärmer werden. Das heißt, hier ist ein Umverteilungsprozess in Gange, der gigantische Ausmaße erreicht hat. Also wir haben in Österreich den Zustand, der ist ja sicher bekannt, 1% der Bevölkerung verfügt über 30%, ein Drittel des gesamten Vermögens. Weitere 9% verfügen über ein weiteres Drittel. Und, das letzte Drittel, beziehungsweise eine andere Zahl, die noch besser ist, 4% der Bevölkerung, die Hälfte der Bevölkerung verfügt über 4% des gesamten Vermögens. Die Hälfte der Bevölkerung. So, was haben wir da also vor uns? Vor uns haben wir hier eine Klassengesellschaft. Das ist der Punkt. Und wenn man das ignoriert, dann degradiert man sich selber zu einem flotten Politikberater, der mehr oder weniger elegant also Vorschläge macht an die herrschende Politik, sie kritisiert oder groß Alternativen predigt, aber in Wirklichkeit an diesen Eigentumsverhältnissen und an diesen Machtverhältnissen nicht rührt. Und solange das nicht der Fall ist, rührt sich in der Gesellschaft insgesamt nichts in Richtung Fortschritt. Das ist der Unterschied zwischen uns. Nein, das ist überhaupt nicht der Unterschied. Da bin ich froh. Ja, wir haben aber einfach andere Lösungsmodelle. Wir haben Lösungsmodelle aus dem 21. Jahrhundert und ihr habt leider welche aus dem 19. bis frühen 20. Jahrhundert. Die Gesellschaft hat sich einfach verändert. Es geht nicht mehr darum, dass die Produktionsmittel in der Hand des Proletariats sein müssen, weil es geht nicht mehr um die Produktionsmittel. Sondern um was geht es eigentlich? Es geht prinzipiell darum, der Staat ist derzeit kaputt. Also ich stimme absolut zu, Staat ist kaputt und Markt ist kaputt. Warum? Der Staat ist kaputt, weil nicht wir alle bestimmen, sondern bis zu einem gewissen Grad, manchmal mehr, manchmal weniger, Eliten und Cliquen und Lobbyorganisationen und weil nicht mehr wirklich die Leute das die Möglichkeit haben, mitzugestalten und mitzubestimmen. Und auch, weil die Transparenz im Staat fehlt. Wir wissen gar nicht, was in unserem Namen gemacht wird und mit welcher Berechtigung das gemacht wird. Und beim Markt ist es ähnlich. Der freie Markt ist super, ich bin ein großer Fan des freien Marktes. Das Problem ist, es gibt ihn noch nirgends. Ein freier Markt inkludiert, dass wirklich jeder Marktteilnehmer, also jede Einzelperson, die Möglichkeit hat, frei zu entscheiden. Und zu einer freien Entscheidung braucht es einen Grundsockel, um nicht in Existenzangst zu leben. Es braucht die Möglichkeit, rationale Entscheidungen zu treffen. Das heißt, man muss auch die Informationen über den Markt haben. Das heißt, es braucht Transparenz auch im Markt. Und viele Externalitäten wie Kosten, die die Allgemeinheit trägt, die aber in ökonomischen Werten nicht ausgedrückt werden, weil sie vom Staat nicht besteuert werden oder weil sie nicht reglementiert werden, werden auch nicht behandelt. Und der freie Markt funktioniert aus meiner Sicht durchaus, also ich bin eigentlich überrascht, wie gut er trotzdem funktioniert, wenn man diese ganzen Fehler betrachtet. Aber aus unserer Sicht ist es jetzt höchst an der Zeit, genau diese Fehler zu korrigieren. Und ein freier Markt kann nicht funktionieren, wenn nicht die Teilnehmer am Arbeitsmarkt auch wirklich frei entscheiden können. Und aus diesem Grund, also das ist einer der Gründe, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern. Weil nur dann die Leute wirklich frei entscheiden können, welche Arbeit sie annehmen und welche nicht, in welche Richtung sie sich entwickeln, wo sie sich verwirklichen, was sie selbst auf die Beine stellen oder nicht.
Ja, also bezüglich des Grundeinkommens gehen wir ziemlich weit konform. Also wir haben auch in unserem Wahlprogramm quasi die Aufforderung, dass es an der Zeit ist, hoch an der Zeit, dass wir in Österreich mit einer gründlichen Diskussion über das Grundeinkommen beginnen. Wir haben Teile in der KPÖ, ich muss dazu sagen, in der KPÖ gibt es nicht unbedingt 100% gleiche Meinung bezüglich des Grundeinkommens, aber es gibt zum Beispiel die Spitzenkandidatin in Wien, die Melina Klaus, ist in den internationalen Netzwerken fürs Grundeinkommen höchst aktiv, macht einen großen Beitrag. Die Wiener Parteiorganisation ist in der Meinung, dass das Grundeinkommen eingeführt werden muss. Meine persönliche Meinung ist, da muss noch diskutiert werden, wie und was. Ich bin der Meinung, dass wir uns überlegen sollten, wie Elemente des Grundeinkommens schon unter heutigen Umständen eingeführt werden könnten, indem man das, was ASVG heißt, in die Richtung erweitert, ausbaut, beziehungsweise teilweise auch erhält. Es gibt Ansätze, es gibt auch bereits Ansätze eines Grundeinkommens in bestimmten Regelungen des ASVG. Also da haben wir eigentlich etwas, woran wir anknüpfen könnten. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist das illusionär oder nicht, aber ich glaube, eine Debatte ist überfällig diesbezüglich. Ja, da sind wir konform. Aber jetzt möchte ich dir auf einen Widerspruch hinweisen. Du hast eigentlich innerhalb eines Absatzes gesagt, der Markt ist kaputt, der Staat ist kaputt. Dann hast du drei Sätze später gesagt, du wunderst dich trotzdem, wie der freie Markt funktioniert. Er hat Fehler. Also, da ist ein großer Unterschied. Entweder ist er kaputt oder er hat Fehler. Ja? Also, wir sind der Meinung, dass es das, was du freier Markt nennst, dass es das de facto nicht mehr gibt. Der freie Markt, der sogenannte, ja, ist eine Illusion. Denn das, was wir an seiner Stelle haben, ist ein Agglomerat von riesigen Konzernen, die so riesig sind, dass man sich das kaum vorstellen kann. Es gibt eine Schweizer Untersuchung, die ergeben hat, dass im Grunde, wenn man sämtliche Vernetzungen des Kapitals, sämtliche Beteiligungen und so weiter aufdröselt, hat man als Resultat 300 riesige, dass man im Grunde mit 300 riesigen Agglomeraten weltweit zu tun haben, die Ökonomie definieren, aber nicht nur die Ökonomie, und das ist der Ansatzpunkt unserer Kritik, sondern eben auch die Politik. Aber jetzt mache ich einen Punkt, damit wir zu Wort kommen. Wir sind uns, glaube ich, in der Analyse der Probleme durchaus einig, wir sind nur in den Lösungsmodalitäten einfach anderer Meinung. Es gibt im 21. Jahrhundert andere Möglichkeiten, Hierarchien aufzubrechen und Mitbestimmung für alle und Möglichkeiten und Chancen zu schaffen, als die Lösungsmethoden, die im 19. und 20. Jahrhundert aufgekommen sind. Die hatten damals ihre Berechtigung und haben teilweise auch heute noch ihre Berechtigung. Aber aus unserer Sicht ist es einfach an den veränderten Realitäten vorbei. Das in einer Welt, die vom Digitalen so geprägt ist wie die heutige und das in Zukunft immer noch mehr sein wird, sind die Lösungsmodelle von damals einfach aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß. Und ich finde das nicht ein Widerspruch. Der Markt ist kaputt und er hat Fehler, weil er große Fehler hat. Und mein Punkt war, ich bin überrascht, wie gut er trotzdem funktioniert, im Sinne von, dass das überhaupt funktioniert. Und ich bin ganz der gleichen Meinung, ja, es darf nicht zu so einer Monopolbildung und Agglomeration kommen, da ist der Staat gefordert, die Regeln vorzugeben und auch zu zerschlagen, wenn die Marktmacht eines einzelnen Unternehmens zu groß wird. Aber um noch ein bisschen zurückzugehen, das mit dem Klassenmodell halte ich wirklich für überholt. Es gibt gewisse sozioökonomische Gruppen und Prägungen und Gemeinsamkeiten, aber von einem Klassenmodell sind wir aus meiner Sicht doch heute einiges entfernt. Es gibt immer noch viele Barrieren und Schranken und Schwierigkeiten mit dem Aufstieg, auch im Bereich Bildung gerade, aber ich finde das Klassen und den Ansatz, das an Klassenzugehörigkeiten festzumachen, nicht mehr zeitgemäß. Wie bezeichnest du die 1%? Die Superreichen, aber das ist deswegen keine Klasse. Verstehe. Ich will jetzt anknüpfen an den, an den überkommenen Lösungsmodellen des 18., 19., 20. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, was du konkret darunter für einen Vorwurf verbirgst. Auf jeden Fall, meine Meinung ist, es reicht nicht, wenn man davon redet, Hierarchien müssen aufgebrochen werden. Ist okay, das klingt grundsätzlich demokratisch fürs Erste. Ja? Die Frage ist ja dann, wie geschieht das? Wodurch kann es geschehen? Wie kann eine Hierarchie wirklich aufgebrochen werden? Wie kann aufgebrochen werden, dass ein Wink einer Ratingagentur ganze Volkswirtschaften ins Chaos stürzt? Dass ganze Völker irre werden?
die nicht mehr wissen, wie sie leben sollen. Das ist konkret in Griechenland der Fall, das ist vielleicht bereits in Spanien der Fall, das ist in Portugal der Fall, das wird vielleicht in Italien der Fall sein. Es läuft im Prinzip in Österreich dasselbe ab, nur nicht so dramatisch. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, der Sozialstaat wird niedergerissen. Und das, was wir in Griechenland erleben, ist in Wirklichkeit ein Test, ein Testfall. Klingt jetzt sehr salopp, weil das in Wirklichkeit millionenfache Tragödien darstellt. Aber das ist es auch. Das, was hier also abläuft vor unseren Augen, soll in ganz Europa durchgesetzt werden. Im Moment ist in Österreich der Zustand noch weniger dramatisch. Aber jetzt zurück zu den Lösungsmodellen. Ja? Was ist also in so einem Fall, was heißt Aufbrechen der Hierarchie in so einem Fall? Es geht um was heißt das zum Beispiel im Falle, dass es Großkapital gibt, das in seiner Entscheidung nicht nur die Ökonomie definiert, eine Nationalökonomie definiert, das auch die Politik definiert. Es ist ja kein Zufall, dass wir es mit einer Drehtür zu tun haben zwischen Ökonomie und Politik. Also da läuft ja ein Politiker bei der einen Seite hinein, kommt als Ökonom wieder heraus und geht dann wieder zurück als Politiker in die Politik. Das ist auch bei uns bereits der Fall. Also das entweder hast du mir vorher nicht zugehört oder ich war zu wenig deutlich. Es geht uns auch darum, dass der Staat nicht funktioniert und kaputt ist. Es geht darum, dass im Staat die Leute, die Einfluss haben, nicht die Bürger und die Bürgerinnen sind, sondern Eliten, Cliquen und Lobbys. Aber genau das habe ich durch die Drehtür ja in Wirklichkeit beispielhaft erklärt. Ja, genau das läuft da ab. War gerade, dass genau wir da die Lösungsmodelle anbieten, mit direkter Demokratie als Übergangslösung und Liquid Democracy, die viele Vorteile bietet und die Nachteile von direkter und repräsentativer Demokratie beide wegzulassen versucht. Direkte Demokratie, Liquid Democracy und so weiter, alles okay. Aber ein Begriff, ein zentraler, der bei uns zentral ist, der fehlt bei euch komplett, ist der Begriff der Wirtschaftsdemokratie. Den gibt es bei euch nicht. Was verstehst du darunter? Genau das, dass Menschen mitentscheiden, was, womit, wie und mit welchem Ziel produziert wird. Das ist in Wirklichkeit Wirtschaftsdemokratie. Und das sehen wir einfach anders. Moment, ja, selbstverständlich, darum erzähle ich das ja. Ja, genau deswegen sage ich, dass die Frage der Demokratie, wenn sie nicht ausgeweitet wird auf die Ökonomie, also nicht konsequent gestellt wird. Ja, die Frage der Wirtschaftsdemokratie schließt nämlich ein. Erstens, wer verfügt über die Produktionsmittel und wie verfügt er darüber? Und das hat mit den 19. und 20. Jahrhundert Lösungsmodellen überhaupt nichts zu tun. Es genügt eigentlich ein kleines Studium der verschiedensten Formen der Demokratie und der Möglichkeiten, wirtschaftsdemokratisch also die Gesellschaft zu organisieren, auch in der Geschichte. Und das reduziert sich in keiner Weise auf Verstaatlichung. In keiner Weise. Ich habe nicht gesagt, Verstaatlichung ist in Wirklichkeit, das kann so oder so, das kann das eine oder das andere bedeuten. Bei uns konkret in Österreich heißt Verstaatlichung derzeit, der krasseste Fall ist die Verstaatlichung des Misthaufens namens Hypoalpe Adria. Ja, auf die Idee zu kommen, dass eigentlich dann auch die anderen privaten Banken verstaatlicht werden könnten, die halt wirklich eine Politik machen könnten, eine Ökonomiepolitik, die die regionale Wirtschaft fördert und nicht irgendwo Geschäfte im globalen Maßstab macht, auf den Gedanken kommt niemand. Aber die Frage ist aber zentral. Aber wir sehen das einfach anders. Es geht uns im Unterschied, also ich stimme dir zu, ja, es ist ein großer Kritikpunkt daran, dass wirtschaftliche Macht und politische Macht noch dazu, abgesehen von der zu starken Konzentration, dann noch in denselben Personen und denselben Unternehmen vereint sind. Aber unser Ansatz ist da jetzt nicht Wirtschaftsdemokratie und Produktionsmittelabstimmung, sondern... Entschuldige, darf ich unterbrechen? Wie sollen die Menschen sonst mitbestimmen, von denen du vorher gesprochen hast? Es geht uns darum, es geht uns nicht um Umverteilung, es geht uns darum, dass wir die Chancen umverteilen, also die Ökonomisierung umzudrehen. Nicht alles auf die wirtschaftlichen Aspekte zu reduzieren, sondern die Wirtschaft herauszunehmen. Das ist der Ansatz des bedingungslosen Grundeinkommens. Dadurch hat jeder einen gesicherten Unterhalt und braucht sich nicht um seine Existenz zu sorgen und kann dadurch deutlich freier operieren. Und das nimmt den wirtschaftlichen Druck bis zu einem gewissen Grad heraus. Mhm. Ja, ich will jetzt keine Grundeinkommensdebatte führen, von meiner Warte aus, weil es mir darum geht, diesen einen kurzen Schlenker, den du gemacht hast, mit der Umverteilung. Ich kann mir ein bedingungsloses Grundeinkommen schon überhaupt nicht vorstellen, wenn es nicht
Konsequenzen in Richtung Umverteilung von oben nach unten. Natürlich braucht es eine Steuerreform dafür. Natürlich müssen da die besser verdienenden. Ich rede jetzt von einer gründlichen Umverteilung, ja? Wo also steuerpolitische Maßnahmen, wo also Sachen dazugehören, wie zum Beispiel Mindestlohn, sehe ich keinen Widerspruch, ja? Wie zum Beispiel Sicherung einer gesetzlichen Mindestpension für alle Menschen, eine Jugendsicherung, die wir selber also vorschlagen in unserem Wahlprogramm, dann eine Vielfalt von Maßnahmen, ja, aber alle haben eine zur Voraussetzung. Es muss eine Umverteilungspolitik von oben nach unten einsetzen, anstatt der Umverteilungspolitik von unten nach oben. Und wenn man das nicht artikuliert, und das ist meine Einschätzung jetzt, eures Programms auch, dann reduziert sich im Grunde die alternative Vorstellung einer Gesellschaft auf einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Also ich kann mir so viel, so supere Sachen ausdenken, die für die Menschen gut wären und die für mich gut wären, für dich gut wären, für alle uns gut wären. Aber die Frage ist ja, wie setzt man das um? Wo sind gesellschaftspolitische Maßnahmen? Wo sind die gesellschaftlichen Kräfte, die das durchkämpfen? Und darum sehe ich da hier einen ganz entscheidenden Punkt. Wenn wir sagen, der Staat ist kaputt, dann müssten wir jetzt noch überprüfen, wie weit das stimmt, weil in Wirklichkeit sind die Staaten Akteure in dieser Ökonomisierung der Gesellschaften. Ja? Aber wenn wir das sagen, dann stelle ich mir die Frage, wie wird denn der Staat repräsentiert? Wer vertritt denn den Staat? Wie ist der Staat organisiert? Wie ist jetzt die Angelegenheit mit der Wirtschaftsdemokratie? Ist die überhaupt in einem Diskurs oder ist sie nicht in Diskurs? Die ist nirgends in Diskurs. Die Demokratie hört bei uns an den Fabrikstoren, um das klassisch zu formulieren, auf. Das ist der Punkt. Vielleicht bin ich wieder schlecht ausgedrückt. Der Staat ist kaputt heißt nicht, der Staat als wirtschaftlicher Akteur ist kaputt, sondern die Politik ist kaputt. Darum geht's. Deswegen die Punkte, die du danach gesagt hast, genau das sind die Punkte, um die es geht. Wer mitbestimmt, wird das sagen. Und also ich finde das nach wie vor der falsche Ansatz. Auch welcher Ansatz? Der Ansatz, das zu reduzieren auf Umverteilung von Geldmitteln. Es wird auch eine ausreichende Umverteilungspolitik nicht alleine bewirken, dass die Chancen und die Möglichkeiten für alle gleich sind. Darum geht es uns. Bis zu einem gewissen Grad sind wir uns eh einig, dass es auch eine wirtschaftliche Umverteilung bis zu einem gewissen Grad braucht, sonst ist es auch ein Grundeinkommen nicht finanzierbar, wenn nicht die Besserverdiener und die Unternehmen etwas stärker zur Kasse gebeten werden. Aber das auf die Ökonomisierung zu reduzieren, ist aus unserer Sicht viel zu kurz gegriffen. Es geht darum, allen die gleichen Chancen zur Entfaltung zu bieten. Und das ist nicht nur an Geldmitteln festzumachen, sondern auch an der nötigen Bildung und auch an der nötigen Mitbestimmung im Staat. Ja, aber die nötige Bildung muss finanziert werden. Und wenn wir jetzt europäisch im Rahmen dieses Sozialabbauprogramms, das großflächig abläuft, beachten, dass Bildung tendenziell privatisiert wird. Schau dir das an, Chile zum Beispiel, das Paradebeispiel für Neoliberalismus. Ja. Faktisch die Erfindung des Neoliberalismus durch die Chicago Boys in Chile. Was ist dort Kernkritik bzw. die wichtigsten zwei Punkte der Volksbewegung gegen diese Entwicklung in Chile? Bildung, Gesundheit. Ich habe letztens eine Sendung gesehen über Chile, wo die Sprecher einer Riesendemonstration, die Sprecherin einer Riesendemonstration gesagt hat, wir wollen das nicht mehr hinnehmen, dass es vom Geld abhängt, ob jemand Bildung bekommt oder nicht. Wir wollen nicht mehr hinnehmen, dass jemand sich seine Krankheit heilen kann und das abhängig ist vom Cashen oder nicht. Ja, ja, genau, das ist also auch der Ansatz, dass das zu kurz ja, aber jetzt wollte ich dir gerade sagen, dass nämlich die Frage gleiche Chancen in der Bildung ja natürlich auch von der finanziellen Ausstattung des Bildungssystems abhängen. Weil es nutzt dann nichts, wenn du sagst, ich habe gleiche Möglichkeiten prinzipieller Natur, mich zu bilden, wenn ich da auf der einen Seite, wie zum Beispiel in einigen Staaten der Welt es ist, ein desolates öffentliches Schulwesen habe, wo nicht einmal aufs Klo mehr gehen kannst, weil alles kaputt ist. Du biegst und dauernd ab. Auf der anderen Seite ein privates Schulwesen, wo ich cashen muss, damit ich qualifizierte Bildung kriege. Das ist der Inhalt der Forderung, gleiche Chancen für alle. Du redest genau an meiner Aussage vorbei. Der Punkt wiederholen nochmal deine Aussage, dass ich es begreife. Der Punkt ist, dass der Staat sicherstellen muss, dass die Bildungschancen für alle gleich sind und deswegen ein gutes öffentliches Schulsystem finanzieren und zur Verfügung stellen muss. Das ist genau der Punkt. Ja, okay, das haben wir eh nicht. Du hast mich jetzt schon 5-mal für Sachen angegriffen, die ich nicht gesagt habe und die nicht unsere Position sind.
Du diskutierst manchmal mit irgendjemandem, der neben mir sitzt. Nein, ich habe das deswegen diskutiert, weil du gesagt hast, dass die finanzielle Forderung bezüglich der Bildung nicht das Ausschlaggebende nein, ist. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es greift zu kurz, dass eine Umverteilung auf wirtschaftlicher Ebene festzumachen. Es geht eben auch darum, abseits vom Grundeinkommen, das den wirtschaftlichen Grundsockel festlegt, weil wir in einer ökonomisierten Gesellschaft leben und weil die Möglichkeit zur Entfaltung und die Möglichkeit zur freien Entscheidung bis zu einem gewissen Grad eben auch von finanziellen Mitteln abhängig ist. Mhm. Darüber hinaus braucht es die Möglichkeit, sich frei entfalten zu können und das in einem Bildungssystem, das allen die gleichen Chancen bietet. Und das inkludiert natürlich ein öffentliches Schulsystem, das für alle da ist und das nicht einen großen Qualitätsabfall im Vergleich zu einem daneben existierenden Privatschulsystem Ja, ich glaube überhaupt, dass ein Privatschulsystem in Wirklichkeit nicht die Perspektive ist. Ne? Ich sehe keinen Grund, es zu verbieten, aber es muss halt das öffentliche Schulsystem ausreichende Qualität für alle bieten, um für alle gleiche Chancen sicherzustellen. Und da hängt es davon, wie die budgetären Mittel verwendet werden, wie das öffentliche Schulsystem ausgestattet wird, wie viel Mittel die Gesellschaft für dieses Bildungswesen gibt und welche Prioritäten die Gesellschaft setzt. Ja, wenn die Gesellschaft die Prioritäten auf Bildung, Gesundheit, Soziales setzt, dann hat sie sich anders zu organisieren, als sie jetzt organisiert ist. Ja, das ist eigentlich alles. Stimme ich zu. Ja, das sind aber diesbezüglich eher eine Meinung. Also es steht eigentlich dem nichts im Wege, dass du dich bei der Wahl für die KPÖ entscheidest. Umgekehrt, dass du dich für die, dass du dich für die Umgestaltung des Systems des 21. Jahrhunderts entscheidest und Piraten wählst statt KPÖ des 19. Jahrhunderts. Ja, wenn ich wüsste, was ihr genau wollt, könnt ihr das Programm anschauen. Lesen. Habe ich, genau das ist das Problem, weil ich es gelesen habe. Dann stell Fragen. Ich weiß nicht genau, wo das Problem ist. Die Vision der Piratenpartei, finde ich, ist relativ klar. Es geht darum, allen die gleichen Chancen zu geben und das läuft auf mehreren Ebenen ab. Bis zu einem gewissen Grad auf der finanziellen Ebene, deswegen bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Ein Bildungssystem, das es allen ermöglicht, sich dort weiterzubilden und zu vertiefen, wo sie es wollen und sie es können. Und auch am Arbeitsmarkt eben faire Bedingungen. Mhm. Das braucht es auch über ein Grundeinkommen hinaus, wobei ein Grundeinkommen da viel bewirken kann, weil es die Marktbedingungen für die Arbeitnehmer verbessert. Aber es braucht trotzdem einen Staat, der die Rahmenbedingungen am Markt vorgibt, damit alle dort fair operieren können. Ja, weißt, das ist alles okay, aber das Problem fängt dann da an, wenn ihr politisch konkret werden müsst jetzt. Und da habe ich gebe dir zwei Beispiele. Bitte. Wenn ihr das richtig gelesen habt, du kannst mir das korrigieren, aber ich habe es so gelesen bei euch, ihr seid zum Beispiel gegen die Mietzinsobergrenze. Ist das für mich absolut unverständlich? Nein, wir haben keine Position dazu. Doch, ich habe gelesen, ihr seid dagegen. Nein, das hast du falsch gelesen. Gut, muss man nachher noch einmal nachplatteln. Zweitens, ich habe das gesehen, ihr seid für eine Angleichung der Pensionen der Frauen an die Männer. Ja. Ja. Unverständlich. Für mich einfach unverständlich. Wie könnt ihr das einmal exemplifizieren? Tatsache ist, dass die Frauen in der Gesellschaft nach wie vor allem in der Ökonomie, keinen gleichberechtigten Zustand haben. Ja? Sie haben nicht nur für dieselben Arbeiten niedrigere Löhne, sondern sie verrichten insgesamt die Mehrheit der prekären Arbeiten in Österreich, beziehungsweise anders gesagt, wenn wir von einer Zunahme der Arbeitsplätze in Österreich reden, dann liegt es vor allem darin, dass die Frauen in Wirklichkeit die prekären Arbeitsplätze besetzt haben. Ja? Das heißt, wir haben hier eine ungleiche Situation. Ihr fordert hier gleiche Behandlung von Ungleichen. Das ist eigentlich Hast du die Absätze Nonsens. Davor nicht gelesen. Wir fordern, das hat in Wirklichkeit Punkt 1, wir fordern, Folgen Punkt für die, 1, für die wir fordern deutlich mehr Rechte und eine Gleichstellung von Teilzeit- und Angestellten und von prekär Angestellten. Und der zweite Punkt ist, wenn man mit Pensionsexpertinnen und Experten diskutiert, dann hört man, dass es auf wirtschaftlicher Ebene den Frauen schadet, ein früheres Regelpensionsantrittsalter zu haben, weil sie früher in den Betrieben aussortiert werden, früher keinen Job mehr finden, wenn sie einen Jobwechsel anstreben. Und das schadet ihnen wirtschaftlich. Ja, das ist die Argumentation jener, die faktisch den Status quo auch erhalten wollen. Das heißt, der Status quo ist genau derjenige, dass die Frauen unterprivilegiert sind diesbezüglich. Das heißt, die Frauenlöhne sind in Wirklichkeit unter denen der Männer. Wie willst du das wegdiskutieren? Das will ich nicht wegdiskutieren. Wir haben Forderungen im Programm, die genau das beheben, indem die Teilzeitselbstständigen auch an die Mindestlöhne angebunden werden und indem die Offenlegung der Gehaltstransparenz viel früher ansetzt und nicht erst bei Großunternehmen. Ja. Wir kommen jetzt langsam ans Ende von der zweiten Konfrontationsrunde. Redezeit ist ein leichtes Plus bei der KPÖ. Und ich würde jetzt gerne langsam in den nächsten 2 Minuten zum Schlusswort bitten. Ja, also ich verstehe eigentlich
bei der Hälfte der Angriffe, die von dir kamen, nicht, warum du uns dafür kritisierst, weil wir sind da konkret und wir haben konkrete Lösungsansätze und ich weiß nicht genau, wo du da die Lücken siehst, wo wir nicht sagen, wie wir uns das genau vorstellen. Insofern darf ich dich nur herzlich einladen, das Programm noch einmal anzuschauen und die Teile, die du übersprungen hast, das ist relativ lang, ich weiß, noch mal genauer zu lesen, weil viele von den Sachen, die du kritisiert hast, dass das nicht konkret ist oder dass da Lücken sind, stehen drinnen. Bist du fertig? Bitte, dein Schlusswort. Naja, ich sage es einfach so, also die Rahmenbedingungen, unter denen sich Politik abspielt, werden unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch in den Parlamenten gemacht. Derzeit ist es in den europäischen Parlamenten vielfach so, dass ein Wink der großen Kapitale, der Ratingagenturen, des sogenannten Finanzmarkts reicht und die Parlamentarier, mit Ausnahme der Linken natürlich, heben brav die Hände, wodurch Beschlüsse gefasst werden, die in Wirklichkeit zu einer weiteren Disparität in der Gesellschaft führen, die die Reichen reicher und die Armen ärmer machen und ganze Volkswirtschaften, wie gesagt, irre machen. Das ist der Grund, dass wir kandidieren. Also wir sind der Meinung, dass der Platz der linken Opposition in Österreich unbesetzt ist und genau diesen Platz wollen wir besetzen. Vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute für die kommende Zeit. Danke.